Es ist das Jahr 805. Karl der Große steht vor der mächtigen Kathedrale. Er hatte für die besten Steinmetze gesorgt und auch dafür, dass sie entsprechend bezahlt werden. Es dauerte nicht lange und das Geld ging aus. Und ohne Geld, wie sollte man die Bauarbeiter bezahlen? Ohne Geld, wie sollte man das Material herbeischaffen? Die Ratsleute kamen zusammen. Wir brauchen jemanden, der uns Geld gibt. Wer gibt uns Geld? Vielleicht ich. Und was wäre der Preis? Es soll die erste Seele sein, die den Dom betritt. Die brauche ich. Mehr nicht. Mehr nicht. Dafür hier. Und dann sahen sie die Säcke, die um ihn herum waren, gefüllt mit Gold und Geld. Der Teufel verschwand. Und jetzt wurde gebaut. Noch mehr Material wurde gebracht. Alles war vom Feinsten und vom Besten. Und so entstand der Dom. Inzwischen hatten alle vergessen, was mit dem Teufel gewesen ist und auch sein Verlangen. Doch nicht mehr jetzt. Sie erinnerten sich und wurden bleich. Was tun? Sagt mal, hat er eine menschliche Seele verlangt? Erscholl es da plötzlich aus der Menge. Die Ratsherren schauten sich an. Nein, er hat von einer Seele gesprochen. Nur von einer Seele, mehr nicht. Hier im Wald, da könnten wir einen Wolf fangen. Ihn in den Dom lassen. Der Dom ist gebaut. Morgen früh wird die erste Seele den Dom betreten. Da ging die Tür auf, der Käfig wurde aufgemacht. Sie ließen den lebendigen Wolf in den Dom. Der Teufel ergriff zu und hielt das Herz des Tieres in der Hand. Oh, das durfte nicht sein, das konnte nicht sein. Er wurde ausgetrickst? Nein! Voller Wut drehte er sich um, rannte aus dem Dom, schlug die Tür, die Bronzetür, die riesige, mit solcher Kraft, dass er einen Teil seines Domens dort drin verfing. Er riss sich los und vor Schmerz und vor Wut heulend entschwand er.